Skandal sein, Wolfgang Kleff. Wie oft werden Sie darauf noch angesprochen? Ja, nachdem das wieder die Büchse also nach Gladbach zurückkam, sehr oft. Es wurde ja auch überall propagiert. Es war ein Wahnsinnsaufwand und Aufstand. Presse, holländische, deutsche Zeitung. Es war alles. Du warst daran beteiligt direkt. Ich war, mit da. Ich habe die Büchse bewacht. Einer muss ja für die Security da sein. Also mir hat das, na gut, ich habe es ein bisschen ins Lächerliche gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ein Teil von Gladbach. Das habe ich dann erst mal so richtig verstanden. Das ist Kult. Diese Büchse, dieses Spiel ist Kult. Das ist so ein Wahnsinn, wie die Leute daran hängen, wie die dann. Die haben mich darauf angesprochen, wie es war. Also von den emotional war das für mich abgehackt. Sag ich mal. Als ich dann aber in Holland war und wusste auf einmal, welcher Aufwand und welche Resonanz das hatte, dann habe ich mir doch gedacht, du musst da schon anders denken und mitfühlen mit den Leuten. Für mich war das als Profi ärgerlich, aber es war vorbei und muss nach vorne sehen, nächstes Spiel. Aber emotional, das gehört zu Borussia Mönchengladbach, das ist Geschichte. Ganz wichtig. Genauso wie Marc-André Ter Stegen. Wir schauen wieder nach vorne. Bis zum Sommer zur Borussia gehört, dann hat er schon verkündet, wird er gehen nach Barcelona? Zum FC Barcelona? Was glauben Sie, Ihre Einschätzung? Meine Einschätzung, auf einmal taucht er bei Borussia Dortmund auf, könnte ja auch möglich sein. Ja. Ich das ist ja auch nicht. Eine These. Ja. Ja. Ja, warum denn nicht? Alles mögliche modern. Ich weiß es nicht, aber ich gönne ihm alles Gute. Es muss einfach, er muss damit vom Kopf her klar sein. Er muss sagen, ich gehe diesen Schritt. Er ist jung. Wenn es nicht sein sollte, kann er in 2 Jahren, ist die Karriere nicht beendet. Kann er noch woanders hingehen, aber ich traue ihm das allemal zu. Von daher soll er es machen. Aber ich muss dazu noch eins sagen, das ist ganz wichtig für mich, wenn ich so die Wechsel mir anhöre, ansehe, ja, dann wird dann korportiert, die Stadt wollte ich immer schon mal sehen, ach, das liegt am Meer und wunderbar. Dortmund liegt am Meer? Das kann ich, nein, es wird ja manchmal so daher gesagt von diesen Spielern, die Wechsel wollte ich so einfach sagen, ich will einen neuen Verein haben, ich bekomme einen besseren Vertrag. Das ist doch legitim. Wenn ein Schlosser wechselt von A nach B und bekommt 1.000 Euro im Monat mehr, geht er auch. Ja, das ist doch, normal. Ohne jede Frage. Aber weißt du mehr von Dortmund? Nein, nein, das war jetzt, nein, ganz gewiss nicht. Aber es wäre mir nur ein Gedanke. So, und jetzt muss ich Max Eberl natürlich auch Gedanken machen über die Nachfolge von Marc-André Ter Stegen. Schauen Sie mal, wir haben hier mal ein paar Namen zusammengestellt. Jan Sommer vom FC Basel zum Beispiel, Sven Ulreich. Sepp Maier vielleicht. Bin ich auch dabei? Den würden Sie auch empfehlen wahrscheinlich. Du warst uns zu jung. Olli Baumann, Ron-Robert Zieler, Tim Wiese ist ja jetzt auch wieder auf Vereinssuche. Wen würden Sie denn gerne in Gladbach sehen? Ich habe einen ganz, ganz großen Favoriten und da habe ich auch nie Hehl rausgemacht, der auch dem Spiel von Marc sehr entgegenkommt, also ähnelt. Das ist der Baumann von Freiburg. Das ist für mich einer der besten Torleute, souverän. Hat das gleiche Standing, denke ich mal, wie der Marc, wird nicht ein großer Verlust sein. Dieser Unterschied ist nicht allzu groß. Okay.